Diese Präsentation trägt die Überschrift Die Einfachheit des Evangeliums von Yahusha. Und bevor ich diese Präsentation beginne, möchte ich erwähnen, in meiner Präsentation verwende ich die vier hebräischen Buchstaben oder Konsonanten Yod, He, Vav, He, Ypsilon, H, V, H. Und ich spreche sie als Yahweh oder Yahuwah aus, anstelle von dem Wort Herr, welchen wir in den meisten unserer Bibeln finden. Das Wort Herr ist ein Titel, kein Name und kann auf jeden Nichtgott oder jedes Idol angewendet werden. Ich benutze auch Yahusha oder Yeshua anstelle von Jesus, was keine Übersetzung, sondern eine Transliteration aus einer griechischen Fehltransliteration ist. Der Name Jesus hatte weder auf Hebräisch noch auf Deutsch eine Bedeutung. Yahuwah und Yahusha sind die tatsächlichen ursprünglichen hebräischen Namen, die von der wahren Natur und dem Charakter unseres Erretters sprechen. Der Vater hat einen hebräischen Namen und sein Name ist im Namen des Sohnes enthalten. Daher kann der Sohn keinen griechischen Namen haben. Zurück zu unserem Thema mit dem Titel Die Einfachheit des Evangeliums von Yahusha. Ich glaube, dass das Evangelium der Erlösung einfach zu erklären ist, was bedeutet, dass es leicht zu verstehen ist. Selbst ein Kind kann es begreifen. Es sind die Erwachsenen, inspiriert von Satan, die die Botschaft der Erlösung komplex und verwirrend machen. Yahusha sagte in Matthäus 13, 25, da aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Adam und Eva wurden von Hasatan getäuscht und er hat seine Täuschung in den letzten 6000 Jahren fortgesetzt und noch verfeinert. Meine Frage ist, warum gibt es mehr als 41.000 christliche Kirchen und Gemeinschaften mit unterschiedlichen Lehren, obwohl wir nur eine heilige Schrift haben? Das Evangelium des hebräischen Messias ist nicht komplex und verwirrend. Es ist leicht zu verstehen. Es ist der Feind, der alles verdreht und Verwirrung bringt. Hier ist eine Frage, was sind andere Wörter für leicht zu verstehen? Das meint verständlich, zugänglich, unkompliziert, bequem, handlich, kinderleicht, einfach zu verstehen und überschaubar. Und so sollte die Heilige Schrift für uns sein und dass wir es so verstehen können. Die Botschaft der Erlösung ist sehr einfach. Glaube an Yahuwah und an das, was er sagt. Gehorsam führt zum Leben, Ungehorsam führt zum Tod. Ist das schwer zu verstehen? Das gilt sowohl für das Alte als auch für das sogenannte Neue Testament. Halte seine Gebote und lebe. Weigerst du dich, sie zu befolgen, wirst du sterben.
Wir lesen in 1. Mose Kapitel 2, die Verse 16 bis 17. Und Yahuwah Elohim gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Yahuwah sagt, folge der Anweisung und bleib am Leben. Oder verweigere dich und du wirst gewiss sterben. Satan kam in der Form einer Schlange und sprach zu Eva in 1. Mose 3, 4 bis 5: Mitnichten werdet ihr sterben, sondern Elohim weiß, dass welches Tages ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Elohim, erkennend Gutes und Böses. Der Feind sagte, ihr werdet nicht wirklich sterben, wenn ihr ungehorsam seid, denn Elohim weiß, dass ihr sein werdet wie der Schöpfer. Eure Augen werden aufgetan werden. Hier begann das Problem. Der Schöpfer, den sie kannten, mit dem sie täglich sprachen, sagte zu Adam, welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Auf der anderen Seite sagte der Betrüger zu Eva, ihr werdet sicherlich nicht sterben. Nun, wem sollte Eva glauben? Wer hatte recht? Der, der ihnen gebot, nicht von diesem Baum zu essen, war der Schöpfer, der Lebensspender, der große Ich Bin, der Aleph Taf, Yahuwah, mit dem sie täglich kommunizierten. Und der andere war jemand, den sie nicht kannten. Er war ein Fremder. Nachdem Satan seinen ersten Erfolg darin hatte, Adam und Eva in Versuchung zu führen und Misstrauen gegenüber Yahuwah in ihre Gedanken zu bringen, standen sie unter seiner Kontrolle und waren seine Knechte. In Römer 6,16 stellte Paulus die Frage: Wisset ihr nicht, welchem ihr euch begebet? Zu Knechten in Gehorsam? Des Knechte seid ihr, dem ihr gehorsam seid, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Höre nicht auf den Feind, mach Fleisch nicht zu deinem Arm. Jeremia 17,5. Da heißt es, so spricht Yahuwah: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen von Yahuwah weicht. Ich möchte jedem ein paar hilfreiche Tipps geben aus meiner Erfahrung. Und hier ist der erste Tipp: Halte dich fern von Religion, vom Christentum, vom Judentum, vom Islam und so weiter. Warum? Weil sie dich in die Verdammnis führen. Überzeuge dich selbst. Mach deine eigenen Recherchen und folge nur einem, so spricht Yahuwah. Zweiter Tipp: Halte dich von verfälschten Bibeln fern. Verwende Bibeln, in denen die wahren Namen des Vaters und des Sohnes wiederhergestellt werden oder wurden. Denn Yahuwah sagt in Jesaja 52,6: Darum soll mein Volk meinen Namen lernen und ihn kennen.
Und es gibt viele Bibeln mit den hebräischen Namen wiederhergestellt, aber leider nur in Englisch, nach meiner Kenntnis. Wenn du Teil seines Volkes bist, wirst du den Namen des Vaters und des Sohnes kennen. Dritter Tipp: Halte dich von Menschen, Lehren und Traditionen fern. In Matthäus 15, 7 bis 8 und Jesaja 29, 13 heißt es: Aber vergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren, solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind. Vergeblich bedeutet wertlos, nutzlos, eine Verschwendung unserer Zeit. Vierter Tipp: Akzeptiere die Heilige Schrift als deinen Kompass. Angefangen in 1. Mose 1, Vers 1. Hier ist der Rat des Heilandes in Johannes 5, 39. Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habe das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Zu dieser Zeit, zur Zeit unseres Heilandes, gab es das Neue Testament noch nicht. Das Alte Testament enthält alle Informationen, um erlöst zu werden. Fünfter Tipp: Nehmen den Elohim Abrahams, Isaaks und Israel an, dessen Namen Yahuwah ist, ausgesprochen auch als Yahweh. In 2. Mose 23, 13 heißt es: Andere Götter Namen sollt ihr nicht gedenken, und aus eurem Munde sollen sie nicht gehört werden. Jesus ist ein falscher Messias, ein anderer Gott, geschaffen von Konstantin, der bis zu seinem Tod ein Sonnenanbeter war. Ich weiß, es ist eine harte Rede, eine schwere Sprache, aber die Wahrheit ist und bleibt die Wahrheit. Sechster Tipp: Nehme das Opfer seines Sohnes, dessen Name Yahusha ist, an. Nicht den christlichen Jesus, der nie existierte. Denn Jesus ist eine Maske für Tammuz. Er war ein Abbild oder ist ein Abbild von Yahusha, aber nicht der hebräische Messias, der für uns starb vor 2000 Jahren. Der christliche Jesus und der hebräische Yahusha sind zwei verschiedene Einheiten. Yahusha bedeutet der eine, der existiert, rettet. Und ich weiß, das ist schwer zu verstehen, weil das ist in den Menschen in Fleisch und Blut übergegangen. Wir wurden belogen. Aber Jesus ist nicht unser Erlöser. Er ist ein von Menschen, von Konstantin erdachter Gott. Siebter Tipp: Erkenne, bekenne und bereue deine vergangenen Sünden. Sündige hinfort nicht mehr und lass dich im Namen von Yahusha taufen, nicht in der heidnischen Dreieinigkeit. In Sprüche 28, 13 heißt es: Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Der achte Tipp: Befolge die Anweisungen Yahuas, die er selbst Mose auf dem Berg Sinai gab, Tor genannt. Das ist laut Jesaja dein Siegel. Und zwar steht das in Jesaja Kapitel 8, Vers 16. Yahusha sagte: Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Matthäus 19, 17. Er bezog sich auf die Tora, die er selbst durch Mose auf dem Berg Sinai gab. Der neunte Tipp: Lebe ein heiliges
abgesondertes Leben. Sei ein Segen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sei ein guter Bürger und harre bis zum baldigen Ende aus. In 1. Petrus 1, 16 und 3. Mose 11, 44 bis 45 heißt es, ihr sollt abgesondert sein, denn ich bin abgesondert. Der 10. Tipp, setze Yahuwah immer an erste Stelle in deinem Leben und vertraue, dass er alle deine Bedürfnisse erfüllt, weil du ihm gehorsam und treu bist. Mache keinen Kompromiss, denn Kompromisse sind Sünde. Unentschiedenheit bringt zum Fall. In Matthäus 10, 22 heißt es, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis zum Ende, dieser wird errettet werden. Es gibt nur einen Weg zur Erlösung. Es war Gnade und ein lebendiger, aktiver Glaube im Alten Testament. Es ist Gnade und ein lebendiger, aktiver Glaube im Neuen Testament. Es gibt nicht einen Weg zur Errettung im Alten Testament und einen anderen Weg im Neuen Testament. Das wären zwei verschiedene Evangelien. Es gibt nur einen Weg zum Himmel durch Yahusha, den Messias. Die lebendige Tora. Sieh Hebräer 4,2, denn die gute Botschaft wurde uns genauso verkündigt wie jenen damals in der Wüste. Aber ihnen nützte es nichts, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Es gibt keine zwei verschiedenen Evangelien. Denk daran, Barmherzigkeit und Gnade ist nur für diejenigen, die gehorsam sind. Und hier ist der Beweis, und zwar in Psalm 103, die Verse 17 bis 18. Die Gnade aber von Yahuwah wäret von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Als Yahusha Menschen heilte, sagte er, gehe und sündige nicht mehr. Es ist der Teufel, der Hasatan, der möchte, dass du weiterhin in Sünde und Rebellion gegen Yahuwah lebst, damit du dein ewiges Leben verlierst und er dein Leben zerstören kann. Yahuwah kann dich nicht vor dem Bösen schützen, wenn du ihm nicht gehorchst. Deinen Erlöser Yahusha zu kennen, bedeutet ihn zu lieben. Und der einzige Beweis der Liebe ist der Gehorsam gegenüber seinen Anweisungen, die er Mose gab. Das Endergebnis. Gehorsam führt zum Leben, Ungehorsam führt in die ewige Verdammnis. Es ist interessant, dass Christen in dieser Zeit der Rebellion ihre eigenen Definitionen erfinden, welche Gesetzesverstöße dulden. Die Schrift sagt, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. 1. Johannes 3, 4. Dieses Gesetz, was Yahuwah Mose gab, wurde von vielen modernen Theologen als bedeutungslos und altmodisch beschrieben. Lass dich nicht täuschen. Jedes dieser großen moralischen Gebote ist heute genauso aktuell
und notwendig wie damals, als Yahweh sie mit seinen eigenen Finger auf die unvergänglichen Steintafeln schrieb. Die Einfachheit des Evangeliums. Gehorsam führt zum Leben, Ungehorsam führt zum Tod. So, was ist hier unklar? In Lukas 18, 18 bis 21 haben wir die Worte von Yahusha, die sagen, willst du zum Leben eingehen? Dann halte die Gebote. Da es zu dieser Zeit kein neues Testament gab, bezieht sich Yahusha offensichtlich auf das Alte Testament, und zwar auf 2. Mose 20, wo wir die 10 Gebote finden, die er selbst dem Mose auf dem Berg Sinai übergab. In Hosea 13,9 sagt Yahuwah zu seinem Volk, Israel, du bringst dich in Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. So, die Frage, die ich habe, ist, wie stürzte Israel sich ins Unglück? Die Antwort finden wir in Jeremia 6,19. Du Erde, höre zu. Siehe, ich will ein Unglück über dies Volk bringen, darum, dass sie auf meine Worte nicht achten und meine Tore verwerfen. So, aus der vorherigen Folie geht hervor, dass die Tora, die Anweisungen, die Mose gegeben wurden, Yahuas Ausdruck seines Willens ist und dass er durch Gehorsam gegenüber diesen Anweisungen die Menschenkinder als seine Söhne und Töchter annimmt. Es war damals wahr und es ist heute immer noch der Fall. Denn er erklärt in Maleachi 3,6, ich bin Yahuah, ich habe mich nicht geändert. Wir sprechen von Yahuah, dem großen Ich Bin, dem Aleph Tav, dem Schöpfer, dem König der Könige, dem Meister der Meister, der das Universum in seiner Hand hält, der uns einlädt, seine Söhne und Töchter zu sein. Das kann aber nur geschehen, wenn wir seine Liebe erwidern, was sich im Gehorsam gegenüber seiner Tora ausdrückt. Es ist deine Entscheidung. Niemand zwingt dich dazu. Es ist 100% freiwillig. Gehorsam führt zum Leben, Ungehorsam führt zum Tod. Diese Präsentation wurde vorbereitet und vertont von mir. Und wenn ihr mit mir in Kontakt gehen möchtet, bitte schreibt an meine E-Mail-Adresse merikai4.4@meadowcreek.com oder geht zu meiner Webseite thefigtreegeneration.net oder thefigtreegeneration.com. Und wenn ihr mit dieser Präsentation einverstanden seid, bitte gebt mir einen Daumen hoch. Shalom.